Hi, meine Schönen, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Sandra, das ist mein Kanal, Tell Us Colorful World. So, meine Lieben, wie bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es heute um die Auflösung der 400 Abonnentenverlosung. Ich sag mal, ich höre auf zu schnackeln und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. So. Erstmal muss ich sorry sagen, dass das einen Tag später erscheint, das Video. Ich habe es leider irgendwie zeitlich nicht hinbekommen, weil, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein bisschen rumrenoviert. Mein Hintergrund ist ein bisschen anders und ja, wie gesagt, ich war ja Samstag arbeiten, Stefan hatte schon angefangen und wo ich abends nach Hause gekommen bin, habe ich so einen kleinen Schock bekommen, wo ich in die Tür reingekommen bin. Also Männer allein zu Hause und renovieren. Meine ganze Wohnung bis im Badezimmer rein. Stand alles voll im Flur, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Bad. Die Farbe und Werkzeug und hast nicht gesehen. Wie gesagt, Stefan hatte ja hier auch alleine so, weil ich hatte keine Zeit. Er kam morgens an, bevor ich zur Arbeit gekommen bin, Samstagmorgen, du musst dein Zimmer leer räumen. Innerhalb einer halben Stunde kriege ich mein Zimmer hier nicht leer geräumt. Ne? Man muss auch vorsichtig wegräumen. Gut, dann hatte ich zwei Kisten noch schnell gepackt, ne, in einer halben Stunde. Und habe versucht, so zu retten, was kaputt gehen könnte. Ne? Daher habe ich das nicht rechtzeitig geschafft, am Sonntag das Video noch zu drehen, weil ich hier sonntags den ganzen Tag beschäftigt war mit Putzen und Wegräumen und Sortieren und gucken, wohin damit und hast du nicht gesehen. Ja, so, daher kommt das Video heute einen Tag später. Ich denke mal, wird für euch kein Problem sein, ne, wenn die Auflösung einen Tag später kommt. Ja, so, wie bereits habe ich das, habe ich schon ausgelost, wer gewonnen hat, und zwar mit dem Kometenpicker. Gummipicker sozusagen. Ich sag mal, wir schauen uns jetzt mal an, wer gewonnen hat. Genau. Ich habe es wieder vergessen. Nicht vergessen, aber ich muss gucken, wie man es ausspricht. Falsch. Ich habe es vergessen. Abbrechen, verwerfen. So, der Gewinner ist, der Gewinner wird sein, und zwar die liebe Babsi Makroviak. Makroviak, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Wie gesagt, ich habe das hier eingeblendet. Ne? Ja, so, meine Liebe, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe alles schon eingepackt. Das wird auf jeden Fall so schnell wie möglich, wenn du dich gemeldet hast. Natürlich brauche natürlich deine Adresse. Am besten über die E-Mail. Ne? Schreib mir bitte eine E-Mail. Damit ich deinen Gewinn zuschicken kann. Für alle anderen seid nicht traurig. Es wird auf jeden Fall die Tage wieder eine Verlosung kommen. Auf jeden Fall, ja. Und bei der 500 Abonnenten wird auf jeden Fall etwas Größeres wieder verlost. Ja, dann lasse ich mir wieder was einfallen. Ja, wie gesagt, seid nicht traurig, dass ihr nicht gewonnen habt. Es kommen immer wieder neue Chancen, ne, um etwas zu gewinnen. Ja, und dir nochmal, liebe Babsi, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Nochmal, ich sag jetzt mal, das war's jetzt für heute. Wie gesagt, sorry nochmal, ne, dass ich so spät dran bin. Alles geht manchmal nicht, wenn man berufstätig ist. Und ja, man muss ja auch zu Hause mal irgendwann mal was schaffen. Ne? Sonst verkommt man in der eigenen Wohnung, wenn man nicht mal ab und zu ein bisschen was macht. So, meine Lieben, wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen und dranbleiben. Und denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Gorski, bye, adios, tschüss, ciao. Bye.